Nun begrüße ich mit Hildegard Wortmann eine außergewöhnliche Powerfrau der deutschen Autoindustrie. Sie hat die Geschicke von BMW über ein Jahrzehnt an entscheidender Stelle mitgeprägt. Sie ist eine außergewöhnliche Kennerin des asiatischen Marktes und der ist ja außerordentlich wichtig für unsere Industrie. Und heute ist sie Vorständin für Vertrieb und Marketing bei Audi. Sie positioniert die Marke neu, aber vor allen Dingen ist sie das Kraftzentrum dieses Konzerns bei der Umgestaltung, bei der Transformation hin zur Elektromobilität und zur Digitalisierung. Was wir gerade gehört haben beim Autopanel von unseren Experten, die langen Linien dieser Transformation, das lebt sie jeden Tag. Deswegen sind wir neugierig, was sie zu sagen hat. Hildegard Wortmann, Sie haben die Bühne. Herzlichen Dank, Herr Weimer. Ja, ganz klasse. Vielen Dank. Guten Morgen und hallo zusammen hier aus München. Ich fand, das war gerade eine super spannende Diskussion, tolle Beiträge. Und die Kolleginnen und Kollegen haben schon viele Punkte angesprochen, mit denen wir uns natürlich auch im Vorstandsteam bei Audi intensiv beschäftigen. Offen gesagt stehen alle Automobilhersteller doch mehr oder weniger vor genau den gleichen Herausforderungen auf dem Weg, Mobilität nachhaltiger und vernetzter zu gestalten. Wie wir diesen Herausforderungen aber begegnen und welche Antworten wir darauf finden, das wird den Unterschied machen. Jetzt, im zweiten Jahr der Pandemie, richten wir den Blick wieder verstärkt nach vorne. Das Krisenmanagement weicht im Tagesgeschäft ein bisschen und wir haben gelernt, mit der Pandemie zu leben und zu arbeiten. Als Automobilindustrie haben wir derzeit das große Glück, von Aufholeffekten und schnellem Recovery in vielen Regionen beim Autokauf zu profitieren. Insgesamt hat Corona uns gezeigt, dass wir in kurzer Zeit viel bewegen können, wenn wir mutig neue Wege gehen und Wirtschaft und Politik Hand in Hand arbeiten. Ein Beispiel, das mich in diesem Zusammenhang persönlich sehr, sehr motiviert, ist BioNTech. Die Wissenschaftler Özlem Türeci und Ugo Sahin entschieden sich im Januar 2020, als wir doch alle noch dachten, Corona ist irgendwie ganz weit weg, alle laufenden Forschungsprojekte auf Eis zu legen, sich komplett zu fokussieren und die ganze Kraft in die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zu stecken. Sie schafften es, den Impfstoff in Rekordzeit zu entwickeln und gemeinsam mit Pfizer auf den Markt zu bringen. Auch mit Unterstützung der Bundesregierung, die drei deutsche Unternehmen mit ihrem Sonderprogramm Impfstoffentwicklung gefördert hat. Damit leistet BioNTech heute einen maßgeblichen Beitrag zur globalen Impfkampagne und ist auf der ganzen Welt ein Symbol der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie. Warum erzähle ich Ihnen das? BioNTech ist ein hervorragendes Beispiel für die Innovationskraft in Deutschland und Europa. Und mir zeigt es eins ganz klar: Mut lohnt sich. Innovationen entstehen, wenn Unternehmen in einem stimulierenden Umfeld mit Universitäten und mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Und wenn die Politik flankierend unterstützt. Ich bin überzeugt, dass wir auch bei der nachhaltigen Mobilität der Zukunft eine Vorreiterrolle einnehmen können. Mit modernsten Lösungen für die E-Mobilität, einer nachhaltigen Batteriezellfertigung in Europa und intelligenten Lösungen zum Schutz der Ressourcen durch Kreislaufwirtschaft. Um langfristig wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir weit in die Zukunft blicken. Wie sieht denn der Bedarf an Mobilität in 10 Jahren aus? Wie werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen dann sein? Unser Job ist es, das zu antizipieren und jetzt die richtigen Entscheidungen dafür zu treffen. Und dabei ist es unser Anspruch, den technologischen Fortschritt anzuführen. Für uns geht es dabei um echte Veränderungen und es geht darum, Maßstäbe zu setzen. Und deshalb setzen wir uns hier auch sehr ambitionierte Ziele und geben sehr klare Zielvorgaben. Lassen Sie mich das Beispiel unseres Projekts Artemis hier bringen. Sie sehen das fantastische Auto hier auf dem Bild. Wir wollen Ende 2024 ein Premium-Fahrzeug präsentieren für die Marke Audi, das Standards für die Zukunft setzt. Im Bereich der E-Mobilität und beim automatisierten Fahren. Neben unserem klaren Bekenntnis zur technologischen Transformation unserer Branche geht es gleichzeitig auch um
Verantwortung. Die Corona-Pandemie hat nochmal deutlich gemacht, welche Verantwortung die Automobilindustrie als Schlüsselindustrie für unsere Mitarbeitenden, für Zulieferer und den Standort Deutschland trägt. Meine Damen und Herren, wir haben einen enormen Hebel, um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln. Und genau darum geht es ja auch hier heute auf dem Gipfel. Der Antrieb dieses wirtschaftlichen Wachstums, erlauben Sie mir das kleine Wortspiel, ist elektrisch. Wir sehen es als unsere Verantwortung, Mobilität so nachhaltig wie möglich zu gestalten und Technologie verantwortungsvoll einzusetzen. Wir haben keinen Planeten B, das wissen wir alle. Und deshalb gestalten wir ein Geschäftsmodell, das nachhaltig ist und damit auch auf gesellschaftliche Akzeptanz trifft. Für uns als Automobilhersteller wird es nicht ausreichen, nur die Dekarbonisierung unserer Flotte voranzubringen. Audi hat sich als einer der ersten OEMs klar zum Ziel des Pariser Klimaabkommens bekannt. Und wir begrüßen ausdrücklich die zusätzlichen Anstrengungen auf europäischer Ebene, um diese Ziele noch schneller zu erreichen. Europa kann, ich sollte sagen, Europa sollte bei der Dekarbonisierung eine Vorreiterrolle einnehmen. Die verschärften Klimaziele der EU, die können wir einhalten. Dazu braucht es aber eine erfolgreiche Umstellung auf E-Mobilität. Diesen Wandel der Mobilität können wir nur gemeinsam mit der Politik gestalten. Der Weg dorthin, der führt von der gemeinsamen Idee bis hin zu koordinierten Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte Deutschland und Europa. Hier sehe ich im Übrigen die Corona-Pandemie als eine große Chance. Aber auch aus Gründen der Generationengerechtigkeit sollten wir notwendige Wirtschaftshilfen gezielt in diese Zukunftsfelder investieren. Deutsche Klimaschutztechnologie kann zum Exportschlager werden, wenn wir jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Politische Rahmenbedingungen, die den Ausbau klimafreundlicher Energieträger fördern, wie zum Beispiel langfristig die Integration des Verkehrssektors in den EU-Emissionshandel. Die Akzeptanz und die Sinnhaftigkeit der E-Mobilität hängt aus meiner Sicht maßgeblich davon ab, dass wir ausreichend Grünstrom zur Versorgung haben. Und deshalb begrüßen wir die stärkere Förderung von allen alternativen Energien. Ich sage mit ein bisschen Stolz hier, wir haben bei Audi bereits 6 rein elektrische Modelle auf der Straße. Den e-tron, den e-tron Sportback, die großen SUVs, den e-tron GT, den RS e-tron GT als sicherlich Speerspitze und als ein Beweis dafür, dass High-Performance-sportliche Fahrzeuge sich mit Nachhaltigkeit nicht widersprechen müssen. Und jetzt ganz neu den Q4 e-tron und den Q4 Sportback e-tron, der auch eine preisliche Erreichbarkeit sicherstellt, sodass wir E-Mobilität in die Breite bringen können. Wir haben also bereits heute real auf der Straße über alle Segmente hinweg ein sehr gutes, ein sehr breites Angebot, um diese Transformation zu schaffen. Diese Modelle sind aber erst der Anfang unseres Beitrags. Wir haben uns vorgenommen, 20 rein elektrische Modelle bis 2025 auf die Straße zu bringen. Aber auch das alleine wird nicht reichen. Damit wir E-Mobilität insgesamt attraktiv machen, müssen wir sie auch ganzheitlich und von ihrer Nutzung und von den Kundenbedürfnissen her denken. Stärker als bisher ist nicht mehr allein das Produkt ausschlaggebend. Für den Erfolg der E-Mobilität ist eine flächendeckende öffentliche Ladeinfrastruktur absolut entscheidend. Sie muss dem wachsenden Bestand an Elektroautos unbedingt vorauseilen. Wir haben das gerade von Hildegard Müller auch in dem Panel noch mal klar gehört. Im Moment sehen wir allerdings ein deutlich größeres Wachstum, deutlich größere Wachstumsraten bei den Elektroautos auf der Straße als bei den Ladesäulen. Lassen Sie mich ein kleines Beispiel geben. Um bis 2030 rund 1 Million Ladepunkte in Deutschland zu haben, müssen theoretisch jede Woche 2000 neue Ladesäulen errichtet werden. Europaweit sind das mindestens 3 Millionen Ladepunkte, die notwendig wären.
Und für eine weitere Verschärfung der CO2-Flottengrenzwerte sind für jedes zusätzliche Prozent etwa 200.000 neue Ladepunkte notwendig, um diese Ziele erreichen zu können. Um das zu schaffen, benötigen wir gesetzlich verbindliche Quoten für Ladepunkte in jedem EU-Mitgliedstaat. Das Fit for 55-Gesetzespaket der EU bietet dafür eine geeignete Grundlage. Und bitte, viele Ladesäulen müssen Schnellladesäulen sein. Laden muss in der Zukunft mindestens so schnell und so komfortabel funktionieren wie heute das Tanken. Deshalb unterstützen wir auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur und beschäftigen uns täglich damit, welchen zusätzlichen Beitrag Audi für die Ladeinfrastruktur auch leisten kann. Für das Laden heute gibt es bereits bei Audi den Audi e-tron Charging Service. Und das bedeutet, mit einer einzigen Ladekarte, einer einzigen Kreditkarte, haben Sie Zugang zu mehr als 225.000 öffentlichen Ladepunkten in Europa heute schon. Fest steht für mich ganz klar, Laden muss nicht nur so einfach und schnell sein wie tanken. Das Fahren mit Elektroautos sollte auch preislich attraktiv sein. Deshalb sprechen wir uns auch für die Befreiung des Ladestroms von der EEG-Umlage aus. Generell sind spürbar niedrigere Strompreise und transparente, attraktive Preise an den Ladesäulen ein wichtiger Hebel für den Erfolg der E-Mobilität. Nachhaltigkeit ist die größte Herausforderung unserer Generation. Und diese Transformation muss industriepolitisch begleitet werden. Als Unternehmen wollen wir auf Instrumentarien zurückgreifen, die zum Beispiel Investitionen in moderne Produktionsmethoden, die Qualifikation unserer Mitarbeitenden oder andere Maßnahmen fördern, die einen Umstieg auf erneuerbare Energien beschleunigen. Wir brauchen Geschwindigkeit. Wir brauchen also einen breiten Konsens auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Eine gemeinsame Vision von CO2-neutraler Mobilität und ein Bekenntnis zum Führungsanspruch in technologischen Zukunftsfeldern. Diesen Konsens erreichen wir mit Offenheit und einem guten Austausch, so wie wir das hier heute beim Ludwig-Erhard-Gipfel erleben dürfen. In der öffentlichen Diskussion wünschen wir uns außerdem ideologiefreie Debatten, vor allem beim Thema Verbrennungsmotoren. Denn für das nächste Jahrzehnt brauchen wir im Sinne des Klimaschutzes beides. Hocheffiziente Verbrenner und reine Elektroautos. Abschließend möchte ich nochmals betonen, unser Weg zu nachhaltiger Mobilität muss auf der Basis von Technologie und Technik erfolgen, deren Einsatz unmittelbar zum Ziel führt. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland und Europa müssen Politik und Industrie Hand in Hand arbeiten. Und das gerade auch wegen des von Herrn Weimer schon angesprochenen Wettbewerbs durch die USA und China. Sowohl Politik als auch Unternehmen tragen hier Verantwortung. Verantwortung für den Standort und für die Menschen. Meine Damen und Herren, wir alle sehen dieselbe Welt. Aber wir nehmen sie unterschiedlich wahr. Manchmal lohnt sich einfach ein Perspektivenwechsel. Was dabei aber nie fehlen darf, dass wir Verantwortung übernehmen und eine klare Haltung zeigen. Bei Audi bringen wir genau das mit unserem Leitspruch "Future is an attitude" zum Ausdruck. Wir hinterfragen unsere Sichtweise auf Mobilität immer wieder aufs Neue. Wir suchen nach Inspiration in allem, was uns umgibt und versuchen dabei nie den Blick auf das große Ganze zu verlieren. Wir leben Vorsprung. Heute und in der Zukunft. Lassen Sie uns gemeinsam diese Zukunft gestalten. Lassen Sie uns gemeinsam Vorsprung leben. Vielen Dank.